Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS19 auf der Karte Ebsdorfer Heide mit mir, dem Chris LP. Jo, wir machen weiter hier. In der letzten Folge haben wir angefangen mit der Dinkelernte auf Feld 40 und ja, da müsste der Drescher noch unterwegs sein. Ich denke mal, wir werden den gleich mal abtanken müssen. Zum Schluss zur letzten Folge hatten wir ja noch eine Ballenpresse uns gemietet, dass wir auf jeden Fall dort das Stroh in Ballen pressen können und dass wir mal gucken können, dass wir das Kleefeld gemäht kriegen und das natürlich dann auch als Silage machen. Denn unsere Kühe brauchen natürlich Kleesilage oder Luzernesilage und ja, wir haben ja dieses Feld und deswegen werden wir mal gucken, dass wir das auf jeden Fall ja, bald gemäht kriegen. Ja, aber zuerst werden wir das Stroh pressen. Wir werden jetzt erstmal die gute Pöttinger Presse abholen hier. Die vom Alpine Addon. Und ja, werden die mal testen. Ich habe die noch nicht probiert oder so benutzt. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich die so macht. Schaut auf jeden Fall schick aus hinter dem JD. Also das passt auf jeden Fall. Bin ich mal sehr gespannt auf jeden Fall. Gut. Dann auf jeden Fall in Richtung Feld 40. Wir müssen mal gucken, wo wir unseren Dinkel dann verkaufen können oder ob wir den irgendwie zu irgendwas noch verwenden können. Ich weiß nicht, für Hühner oder so, aber ich denke mal nicht. Wir müssen dann mal gucken, ob da der Preis gut ist, sonst lagern wir das einfach ein. Weil zum Katastrophenpreis brauchen wir das auch nicht einlagern. Aber gut, da werden wir gleich mal hingucken, wie das ausschaut. Ja, ich muss echt sagen, der John Deere gefällt mir echt sehr, sehr, sehr gut. Ich habe den jetzt bisschen offline auch mal ein bisschen gefahren, noch in einem anderen Spielstand. Und ja, ich muss echt sagen, das ist echt ein schönes Gespann und ich hatte... Auf der Ravensberg hatte ich als Mission mal den Simner JD und der hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also der der John Deere 7R, der hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Mir gefällt ja dieser ganz große John Deere auch, dieser 8R, das ist ja auch so ein Ding, wo ich mir so denke, könnte man vielleicht irgendwann für die Ravensberg auf jeden Fall mal herholen. Da würde der auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut passen. Ja, müssen wir mal gucken. Da wird auf jeden Fall kräftig gespart. Zuletzt hatten wir ja ein bisschen was eingekauft. Hattet ihr zuletzt bestimmt auch in dem Video gesehen. Mal gucken. So, alleine schafft man natürlich jetzt nicht so viel. Ich behelfe mich ja schon mit Helfer und so, aber natürlich, wenn man zu zweit ist, ist das auch immer was anderes. So, da wir ja auch kein Dings haben, kein Curseplay oder so oder kein Autodrive, ist das ja immer noch eine andere Geschichte. Sonst könnte man auch ein paar Routen einfahren und sagen, jo, fahr da und dahin und dann passt die Geschichte. Ich denke mal, wenn wir hier das Feld abgeerntet haben, müssen wir mal gucken, ob wir die Zeit vielleicht sogar nach vorne drehen, beziehungsweise könnte man eigentlich auf fünffach laufen lassen. Fände ich gar nicht so verkehrt, weil dann würden wir hier auch ein bisschen vorankommen mit der Zeit und die Sachen würden dann auch vernünftig wachsen. So. Dich können wir mal an den Rand stellen, den werden wir gleich für noch andere Geschichten düngen brauchen, wenn es noch Missionen gibt. Aber dazu gleich, wir machen eben die Dinkeltour hier fertig, tanken eben mal ab. Okay, ja gut, dann ist auf jeden Fall unser Anhängergespann auch voll. Dann werden wir das gleich mal abfahren. Wie machen wir denn das jetzt? Wo haben wir denn Dinkel, Klee, Zwiebeln? Einlagern könnten wir es, aber der Preis ist natürlich, boah,
Ja, geht, geht. Was kriegt man denn für Karotten und so? Okay. Ackergras wäre noch eine Sache. Könnte man sich überlegen. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung, ob man das nicht auf ein Grasfeld vielleicht macht. Oben das beim Händler oder so. Ob man da nicht vielleicht eins macht. Ich dresche eben diese Inseln runter. Ich mache da eben nochmal eine Vorgewendebahn. Ja, das schaut sonst so ein bisschen komisch aus. Ja, oder machen zwei Bahnen eben lang. Wenn immer irgendwie diese Inseln stehen bleiben, schaut das nicht so schick aus, finde ich. Ja, den müssen wir auf jeden Fall dann auch mal reparieren. Das können wir dann nach der Ernte auf jeden Fall auch machen. Bin halt echt hier am Überlegen, ob wir nochmal irgendwie ein neues Feld hier uns mal anschaffen. Lust hätte ich ja darauf zu. Ich denke, das Finanzielle schaut jetzt noch nicht so aus danach. Aber brauchen würden wir es, dass wir auf jeden Fall mit den Feldern und so einiges an Ertrag runterkriegen. Wir müssen mal gucken, ob wir nochmal vielleicht irgendwo eine Erntemission oder so annehmen. Ja, so ein bisschen Ertrag bräuchten wir halt. So, da oben haben wir angefangen. Muss man echt mal gucken. Weil ich würde auf jeden Fall gerne hier den Hof noch erweitern, beziehungsweise auch Richtung Schweine mal gucken wollen. Das Problem ist halt nur, wenn wir Richtung Schweine gehen. Haben wir das Problem, wo ist denn die BayWa hier hinten? Ach du Heiland. Wenn wir Richtung Schweine gehen, haben wir das Problem, dass wir halt viele Sachen brauchen, unterschiedliche Fruchtarten, also Soja, Sonnenblumen etc. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mit Mais Plus da alles brauchen. Ist ja auf jeden Fall bei den Hühnern schon mehr, da braucht man dann glaube ich sogar Karotten oder Zuckerrüben, soweit ich weiß. Also das ist mehr. Und für Hühner sogar, muss man überlegen. Und ja, da haben wir halt mit unseren zwei Feldern, die wir haben, halt nicht wirklich viel. Ne? Also entweder nehmen wir noch Kredit irgendwie auf oder wäre halt auch noch so eine Sache. Könnte man machen. Was ich halt noch so überlege oder am Überlegen bin, oder euch auch gerne die Frage gebe, wollen wir hier mit Autodrive noch irgendwie was machen, dass zum Beispiel dieses Abfahren sozusagen der Autodrive-Fahrer macht. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie schon eingefahrene Kurse gibt, sonst würde ich mich da halt mal dran setzen und so ein paar Kurse einfahren zum Händler, zum da zu den Verkäufen oder so. Das wäre jetzt so eine Sache. Wollen wir Autodrive mit reinnehmen oder wollen wir Autodrive nicht mit reinnehmen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was wir da machen. Klar, eine Vereinfachung wäre es für uns, aber es ist halt dann ja halt nicht mehr ganz so selbstständig, nicht mehr so ganz easy. Klar, vorankommen würden wir vielleicht ein Stück mehr. Müsste man sich überlegen. So. Gucken, ob wir das hier verkauft kriegen.
Jo. Sag den anderen auch auf, dass wir das alles gleich rauskriegen, bevor der Preis schlechter wird hier. Okay, ja. Ist jetzt nicht ganz so. Ja, okay. Vielleicht tun wir auch den Rest einlagern. Müssen wir mal gucken. Was wir halt unbedingt brauchen ist, wenn wir mehr Feldfläche haben, ist halt auch ja, größere Geräte. Das ist halt so dieses Wachstum. Vielleicht auch nochmal die Tierhaltung ausbauen. Die Tierhaltung ausbauen, brauchen wir aber auch mehr Futter. Also, ja. Aber ich denke mal, Futter haben wir jetzt erstmal genügend. Das Silo ist ja aber randvoll, also da können wir uns erstmal nicht beklagen. Müsste man sich überlegen, so ein großes Feld hier, Feld 3, Feld 4, Feld 20, ob man nicht so in sowas mal noch geht. Oder man sagt, wir nehmen wirklich mal Kredit auf und holen uns mehr Tiere und vielleicht ein, zwei Felder noch. So Geräte könnte man auf jeden Fall noch aufstocken. Da müsste man nur nach dem PS gucken. So 6 Meter Sämaschine ginge auf jeden Fall. So, wo ist denn der Kollege Drescher da hinten? So, machen wir den eben leer. Ja, so ein Feld kostet halt 160.000. Sagen wir mal 160.000, das auch. Wirklich kosten die beide dasselbe? Okay. Ja, zweimal 160.000. 300.000. Ein paar mehr Tiere hier noch. Tanks gar nicht ab. Dame 170 PS, okay. Oh, der Fendt war ja, ja, der war ja nur gemietet. 185. Ich bin, weil ich gerade den Schwader gesehen habe, das Stroh zusammenschwaden. Ja, würde ich jetzt erstmal nicht, denke ich. Was ist das? 4 Meter, 4 Meter. Ja, viel, den könnte man verkaufen. Die 10.000 Kettensägen könnte man verkaufen. Was noch eine Investition wäre, wäre in Richtung BGA. Aber da braucht man halt dann auch, wenn wir in die BGA, machen wir das nochmal wieder her, wenn wir in die BGA gehen, haben wir sowas überhaupt hier?
BGA hier. Ja, die kostet halt auch allein schon nochmal 350.000, aber da haben wir noch keinen Drescher, kein Nix, kein Häcksler, kein Mais-Equipment, irgendwas. Oder Feld 2, was stände denn auf Feld 2 jetzt zurzeit Mais? Kann man den gut verkaufen zurzeit, so als Körnermais? Oder die zwei. Wären halt, ja, schöne große Felder. 55.000. Ist das Ding erntereif? Wachstum. Wir können auch kleine Felder kaufen, aber ich denke halt, wenn wir ein paar größere haben, dann macht das mehr Sinn. Oder das hier und das hier oder das und das sozusagen. Ja, es ist keine leichte Entscheidung. Automatisches Ablegen anschalten, yo, und Ballenpresse an. Haben wir das automatische Stoppen auch drinnen? Naja, mal gucken. Werden wir gleich sehen bei 4000, ob er automatisch stoppt. Nein. Gut. Hat das geklappt mit dem Ablegen? Ja. Wo willst denn du hin? Boah, du bist doch so ein dämliches Teil. Muss ich wirklich sagen. Manchmal ist der Helfer doch echt unbeholfen. Der soll mir ja eigentlich helfen, aber so wie der fährt. Jo. Ballen werden aufgestellt, sehr geil. Das ist genau das, was ich ja wollte, dass die Ballen schön aufgestellt werden. Geile Sachen. Schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung mal, was ihr so darüber denkt, was ihr davon so haltet, wenn wir so ein bisschen größer denken. Schreibt es mir gerne mal rein in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, wären halt auf jeden Fall so Überlegungen. Mehr Felder, mehr Tiere, beziehungsweise vielleicht den Kuhstall dann doch so ausnutzen. Schön, wie man im Rückspiegel die Klappe sieht. Und man kann das auch schön von innen fahren. So, wie viel hat der noch? Eine Spur, so wie ich das sehe. So, nehmen wir mal eben das Vorgewende hier vorne noch mit. Bloß wenn wir mehr Felder haben, brauchen wir auch dann irgendwie Richtung andere Traktoren was. Also das ist dann die nächste Sache. Juhu.
Aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.